Gandalf 2 auf einen Arox, denke ich mal. Also ich bin jetzt gar nicht so sicher. Ja, Arox 1845 und ganz neu am Freitag, ist noch früh und ihr habt jetzt erstmal einen Kaffee getrunken. Ich habe euch früh morgens überfallen quasi. Die dürfen die Ersten sein, genau. Jawohl. Der ist wunderschön geworden. Also das Interessante ist an dem Design außen, es ist ganz anders wie alles andere, was ich je gesehen habe. Ja, es geht nicht so in die harte Offroad-Branche, sondern ist mehr ein Hybrid, sage ich jetzt mal, zwischen einem typischen Liner und einem Offroad-Modell. Das heißt, es hat ein bisschen die Form von einem Liner, aber die Stabilität und die Möglichkeiten von einem Offroad-Weltreisemobil. Ja, ich muss zur Schande gestehen, ich habe noch nie was von euch gehört. Wo kommt ihr denn her? Naja, wir bauen die Autos oben in Norddeutschland, also bei Hamburg in Elmshorn. Und ja, das machen wir schon Ewigkeiten, bloß wir haben es nie an die große Glocke gehängt. So. Bernd, genau. Und du bist der? Ich bin mehr in der Technik zuständig. Aber ich möchte vielleicht sagen, wenn wir gerade haben, dass das Gandalf 2 kein Markennamen ist. Der wäre wahrscheinlich geschützt. Hier könnte auch stehen, da steht mal dein Name oder so. Das ist einfach intern ein Buchhaltungsname, damit wir das auseinanderhalten können. Also das ist jetzt keine Serie oder so, sondern nur ein... Ich habe das schon verstanden. Das heißt also, das ist jetzt so ein interner Name, wo ihr sagt, okay, ich stehe vielleicht ein bisschen auf Herr der Ringe. Kann das sein? Zumindest der, der den Namen vergeben hat. Eigentlich ist das ein Offroad Cruiser 545, weil die Innenkabine 5,45 Meter lang ist. So, und das Fahrzeug selber ist natürlich ein Baustellenfahrzeug. Das kann man sich bei Mercedes so durchkonfigurieren für den harten Baustelleneinsatz. Allrad nehme ich an, oder? Zuschaltbarer hydraulischer Allrad auf der Vorderachse und eine Sperre an der Hinterachse. Wir wählen absichtlich einen Standard-Heckantrieb und keinen permanenten Allradantrieb, weil wir es sonst nicht fertig bringen würden, das Auto unter 3,50 Meter Höhe zu bauen. Nur mit der Zwillingsbereifung hinten und auch nur mit einem zuschaltbaren Allrad ist das möglich. Aber wenn man den zuschaltbaren Allrad und die Sperre reintut, dann hat man bis, ich glaube, 28 Stundenkilometer alle vier Reifen permanent angetrieben. Hydro-Drive nennt sich das Ganze, genau. Und das können wir nämlich hier vorne sehen. Da sind entsprechend quasi die Antriebe. Sie erkennen das quasi hier, wenn dieser Klotz, sage ich mal, aus der Felge rausschaut, dann wissen Sie, da sitzt der Antrieb drin, der Hydro-Drive. Ja. Ja, das Ganze ist wahrscheinlich Sandwich, Bauweise. Wie stark ist denn das Sandwich? 57 mm. 57? 57 mm mit dem GFK links und rechts und der Schraubschicht, ja. Das braucht natürlich innen ein bisschen Platz, das ist klar, aber es ist unglaublich stabil, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da können wir alles mitmachen. Wir haben auch die Breite so gewählt, dass wir nur 2,42 haben und nicht die vollen 2,55 ausgenutzt haben. Ja, das hat natürlich Vorteile, egal wo, oder? Genau, man ist noch beweglich und man kommt noch überall hin, wo man hin möchte. Das ganze Auto ist auch nur 8 Meter lang. Das haben wir auch bewusst so gemacht. Also von vorne bis hinten 8 Meter? Ja, genau, richtig. Ja, es hat natürlich eine Waschmaschine drin, was für den Fernreiseeinsatz. Wir haben auch bei uns gerade im Reisemobil, auch ein Allrad, gerade im Moment die Waschmaschine angeschmissen, ja, weil Socken, Unterwäsche und so weiter einmal durchgewaschen. Hier hast du noch mehr und die hat sich unglaublich bewährt, die Candy. Wenn es jetzt hart zur Sache geht, die bleibt da stehen, oder? Absolut, die ist Offroad-tauglich und natürlich auch im Fahrbetrieb nutzbar. So, das Ganze ist ein Festtank-Toilettenkonzept? Jawohl, eine Hexatoilette mit 1000 Liter Abwasser. Wie viel? 1000 Liter Abwasser und 800 Liter Zuwasser. Cool. Das ist, ja, endlich, oder? Er stand heute Morgen im Badezimmer und meinte, es ist so toll, dass wir 300 Liter haben. Ja gut, ich bin ja meistens unterwegs mit 100 Litern und so, aber 800 Liter ist ja schon gar nicht schlecht. Oder? Ja, das ist halt für die Langzeitreise, ne? Ganz klar, das muss auch reichen. Eher in der Entwicklung das Problem, einen durchgehenden Tank für die 800 Liter natürlich direkt an der Vorderachse nach Möglichkeit, wegen der Gewichtsverteilung und hinten zwei Tanks übereinander, also 660 Liter Schwarzwasser und darüber 330 Liter Grauwasser, damit sie auch durchspülen und reinigen können, fest verbaut auf der Hinterachse vom Fahrverhalten und von der Gewichtsverteilung. 8 Meter, ich gucke mir das mal gerade an. Das heißt, ihr kommt damit überall hin. Das ist ein Riesenvorteil natürlich, aber auch der Radstand ist ja allentscheidend. Das heißt also auch, er hat eine Hubstützenanlage. Mein Gott, das ist ja hier natürlich Luxus pur, oder? Also jeder Stempel kann ihn in 12 Tonnen hinten heben. Das ist Luxus pur, wird zusammen
mit der hydraulischen Ladebordwand bedient, mit einer kleinen Fernbedienung, die kann ich nachher mal zeigen. Natürlich zum Nivellieren oder als Diebstahlschutz, ich sag mal, wenn Sie länger weg sind und sind sich nicht ganz sicher, dann bocken Sie hinten hoch. Der ist also nicht mehr so leicht abzuschleppen, weil diese Hubstützen gehen nicht automatisch bei Motorstart, müssen die sich nicht hochfahren, weil es ein Geländefahrzeug ist. Die können Sie natürlich auch zum Reifen wechseln benutzen oder wenn sich mal die Hinterräder eingegraben haben, dass Sie ihn aufbocken, Sandbleche drunter runterladen, das gleiche Erlebnis bei einer minimalen Zeiteinsetzung. Gell? So, ich zeige das mal. Hier hinten ist ein Quad drauf, da könnte natürlich auch was anderes draufstehen. Zuladung brauchen wir uns ja keine Gedanken zu machen bei dem Fahrzeug. Nein, eher mit der Stabilität. Aber diese Ladebordwand, das ist jetzt der Fahrzustand. Und da dürfen Sie im Fahren 1500 Kilo zuladen. 1,5 Tonnen? Ja, dafür ist es konzipiert. Und wir haben aber bis jetzt noch nichts gefunden, was mehr wie eine Tonne oder überhaupt die eine Tonne erreichen könnte. Also auch die, die ein kleines Elektroauto, Renault Twizy oder so, da hinten draufstellen möchten. Sie haben immer noch 50% Zuladungsreserve, das heißt, die Stabilität hat da viel Reserven. Ja, es ist natürlich wichtig, dass wenn man sowas macht, dass man es auch benutzt. Die meisten, die das mitnehmen in die Sahara, die verwenden es als Staubfänger. Das habe ich gesehen. Wir waren nämlich erst vor kurzem in Tunesien, da war hinten drauf ein Motorrad und das sah anschließend aus. Es war eine Grundreinigung notwendig, ja, denn der Sand kommt überall rein, das weißt du. Ja, vor allen Dingen ist der so fein, der zieht auch wirklich in jede Ritze rein, das ist nun mal so. Ja, guck mal, ihr habt ein paar schöne Fenster eingebaut, nämlich KCT. Ja, genau, das ist das Maß der Dinge, deswegen haben wir sie auch verbaut. So, und schön ist, die Markise, die ist natürlich viel zu tief, richtig? Nein, Sie wollen die Markise vielleicht nur, wenn auch Sonnenstrahlung da ist. Das war ja Spaß. Genau, und da wollen Sie ja die Hitze, wenn Sie das Fenster oben zum Durchlüften aufmachen, nicht unter der Markise haben. Und dann ist das hier ja auch, wo die Markise ist, die Ausrichtung zur schönen Meerseite, weil da die Tür ist. Und dann wollen Sie ja nicht, wenn Sie zum Fenster rausgucken, in die Markise gucken, sondern die Aussicht genießen, ja. So, ich zeig mal, das vorne, es hatte schon einen leichten Defekt, ihr habt es jetzt mit dem Band geklebt hier, nein, oder? Nein, da war der Preisaufsteller dran, den wir gerade weggemacht haben, weil der stört sonst. Den haben wir doch ein Scherz. Für die so. Kundschaft, wenn hier mal einer hängen bleibt, gell? Okay, das heißt, ich kann die Ladebordwand komplett hochklappen, ist das möglich? Genau, wenn man es nicht braucht, dann klappen es einfach hoch. Natürlich geht die unter dem Fenster noch hin, sodass das Fenster auch im hochgeklappten Zustand nutzbar ist. Wenn Sie keins brauchen, werden es einfach 1,5 Meter länger, wobei die 7,99 Meter sind mit hochgeklappter Ladebordwand. Und das brauchen Sie auch gerne, wenn Sie mal auf einen Zeltplatz fahren wollen und wollen ja nicht neben den Toilettenhäusler an der Rezeption stehen, sondern ans Meer runterfahren und Sie kommen vielleicht nicht durch diese engen Kurven rum. Dann laden Sie den Quad draußen schnell runter, klappen das Ding hoch und dann dürfen Sie ans Meer runterfahren. Alu nehme ich an, der Träger selber. Ja, das ist nämlich leicht zu sehen. Ihr habt nämlich die Airline-Schienen da festgeschweißt und es wird dann wahrscheinlich Alu auf Alu sein, ne? Ja, hier oben, aber die Konstruktion ist Stahl. Ist Stahl unten drunter. Ja, also, aber die Platte ist Alu, die Lastenträger sind Alu. Alu würde das Gewicht nicht aushalten. 8 Meter, ja, das ist ein richtiger Traum. Der Rampenwinkel ist natürlich hier die Grenze, das heißt, aber der ist sehr hoch. Wie kommt der denn runter? Hat man die Möglichkeit, das runterzufahren hier? Oder? Mit der Fernbedienung. Bitte mal zeigen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier vorne ist ein Splint drin, der wird rausgeschoben. Fahrsicherung und dann mit der Fernbedienung lassen Sie das Ding bis auf den Boden runter. Aber das können oder dürfen wir Ihnen leider nicht zeigen. Warum? Weil der Kompressor, der wird ja geladen durch den Motor. Und das haben wir jetzt auf der Messe schon 2-3 Mal gezeigt. Und jetzt ist nicht mehr genug Dampf da. Und irgendwann würde sich das Fahrzeug mit der Luftfederung auch senken. Und wir kriegen hier jeden Abend einen riesen Ärger, wenn wir sagen, wir sollten mal das Auto in eine Minute laufen lassen. Weil sowas ist ja nicht dafür gemacht, dass man es... Es funktioniert aber. Absolut. Also ich habe bei mir im LKW einen Zusatzkompressor eingebaut, der schon mal ein bisschen Druck aufbaut, weil man das erkennt auf dem Campingplatz, wenn es in 2-3 Minuten geht. Ja. Und vielleicht ist da noch ein bisschen Druck drauf. Wir werden es sehen. So, das heißt, der Gesamtfahrzeugdruck, der wird dann verwendet. Und das ist die Fernbedienung aus dem Industriebereich. Da können wir auch eine Lok mitsteuern, oder? Mit der Fernbedienung. Ja, das ist also im Grunde genommen ist das eine Ladebühne, wie man sie vom Edeka-Laster kennt. Weißt du? Ja, nichts anderes, das ist nur adaptiert für uns. Und eben, dass wir auch im ausgeklappten Zustand das benutzen können und belasten können. Also Profitechnik. Gedacht für jeden Tag irgendwelche Europaletten rauf und runter, genau. die auch Tonnen wiegen. Genau, das ist Industrieeinsatz und das wird, glaube ich, nicht kaputt gehen. So, sie hat gleich connected, das ist der Fall. Und jetzt länger war das eben so auch probiert haben hier, gell? Ach so, seid ihr soweit? Dann fahre ich mal los. Da ist auch ziemlich Dampf da drauf, also das geht in einer ordentlichen Geschwindigkeit. Genauso
Ist das mega. Das ist cool, ne? Ja, das Coole ist, die ist ja auch vollkommen überdimensioniert. Ja, natürlich, klar. Gut. Bitte? Vorne am Fahrzeug haben Sie dann fest verbaut zum Rausziehen. Bitte nicht ins Fahrzeug gehen im Moment. Hallo? Jan. Genau, die Jan, die checkt das mal gar. Haben Sie zwei Auffahrtrampen, die immer mit dabei sind? Ja. Die brauchen Sie bei einem Fahrzeug mit kleinen Reifen, also gerade ein Elektrofahrzeug oder auch mal eine Vespa. Die können nicht so rauf. Ein Quad, der fährt einfach so rauf. Dem ist das egal. Ja, das stimmt. Ja, es könnte jetzt auch ein Motorrad sein. Es könnte irgendwas anderes sein. Also alles, was man nicht nehmen möchte. Da passen zwei Harleys drauf oder auch ein Motorrad mit Beiwagen. Es gibt ja noch so Individualisten, die das gerne haben und dafür finden sie fast keine Möglichkeit im Zubehör. Oder wo kann man sein Auto dahinter drauf packen, gell? Ja, vorne sieht man auch ganz schön die Mehrfachverriegelung drin, natürlich auch von KCT, die ihr wahrscheinlich selber baut, die Klappen, oder? Ja, genau, die bauen wir selber, also der Aufbauhersteller, ja. So, hier sieht man es und das Ganze hier mit Edelstahl nochmal und da ist der Fernseher drin wahrscheinlich nur für die Messe, oder? Natürlich, nur für die Messe. So, hier unten die Staukasten von Bawa und die Außenstrom. Einspeisung. Wir gehen am besten mal rein, schauen uns das ganze Konzept mal an. Ihr habt einiges neu gedacht, was euch ziemlich wichtig war, nicht wieder das 39. gleiche Reisemobil zu entwickeln, sondern es ist alles ein bisschen anders. Ja. Fängt schon an bei der Trittstufe. Ja, innenliegende Treppe und die Trittstufe. Die Kundschaft, die sich das vorwiegend kauft und leisten kann, die ist schon im gesetzteren Alter. Und da sind natürlich diese 5 oder 6 Außenstufen etwas schwierig, ohne Geländer immer rauf zu runter machen. Insbesondere, wenn man vielleicht sein Frühstückstablett in der Hand hat. Und ich sage, hier oben kann man sich mit innenliegenden Stufen noch ein bisschen abstützen, wenn es mal nicht so ganz sicher ist. Und wenn man mal hier unten ist, die eine verrödelt man noch. So, sehr schön. Ja, KCT ist, glaube ich, ein Teil des Konzeptes, was irgendwie den Leuten da draußen sagt, hier kommst du nicht so schnell rein. Die sind auch nicht so riesig, die Fenster. Das heißt also, man ist schon recht sicher. Das fängt schon hier bei der Tür an. Die ist ordentlich verriegelt. Das sind natürlich hier Riegel aus dem Nutzfahrzeugbereich. Die kriegt man so schnell nicht auf, oder? Nein. So, sehr, sehr schön. Verstärkt natürlich mit Metalleinlagen und hat auch eine Dreipunktverriegelung. Das heißt, der große Bolzen fährt hier unten ein und fährt da auch da oben nochmal ein. Meine Frage ist, was baut ihr denn normalerweise, wenn ihr jetzt nicht gerade Fernreisemobile baut, beziehungsweise diese Mischung aus Liner und Fernreisemobil hier? Das Wort normalerweise gibt es bei uns nicht. Wir sind Individualbau, machen das, was die Kundschaft möchte. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir gerade letztes Jahr mal nehmen, dass wir auch 7 Fiat Ducato ausgebaut haben, und zwar E-Ducatos. Okay. Speziell für die Individualisten, die das gerne möchten und auch komplett autark, wobei das Wort in einem E-Ducato natürlich etwas mit Vorsicht schwierig zu belegen ist. Ja. Ja, aber die haben halt auch noch mal zusätzlich Solar. Die wollen dann auch kochen und heizen, alles mit Strom und kein Gas. Das wird in letzter Zeit jetzt öfters gefragt. Mal sehen, wie sich der Trend weiterentwickelt. Oder Kastenwagenausbau oder auch eine Kabine auf ein bestehendes Fahrzeug drauf. Autarkie, ist jetzt hier ein Generator mit drin? Nein, es ist kein Generator mit drin. Das sind 6x210 Watt Solar auf dem Dach und 2x210 Lithium-Batterien mit an Bord. Ich glaube, das langt. Ja. Ladebooster, der schafft wie viel? Also hier beim Fahren? Ich schätze mal 75 müsste der haben. Sehr schön. LKW ist mit 24 Volt. Das heißt, da ging noch mehr, wenn ihr wolltet, oder? Da ging noch mehr, ja. So, wenn ihr so lieb seid, geht mal hoch. Aber das Konzept sind ja 8 Meter. Ihr könnt ruhig mal reingehen, bitte, wenn du mal so lieb bist. Was ich ganz wichtig finde vom Konzept ist nicht nur die Länge, sondern ich habe vorhin angesprochen, dass wir unter 3,50 Meter bleiben können. Wir sind 3,49 Meter hoch, inklusive Dach und Solar. Und das spielt in Afrika und in Norwegen überhaupt keine Rolle, auch in Amerika nicht. Aber wenn das Auto dann mal den ersten Wunsch erfüllt hat und noch 70 Jahre weiter hier in Europa fahren soll und die südländischen, gerade Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, die ganzen alten Rundbogentunnels an den Seen, die sind 3,50 Meter höhenbegrenzt. Und sonst hat man das Auto quasi auf Lebzeit kastriert und kann nie mehr in Luino oder so einen Kaffee trinken gehen. Das geht nicht mehr. Sie können quasi nur noch die Autobahn durchfahren und sagen, jawohl, Italien habe ich jetzt auch gesehen. Gell? Okay, das war das Ziel und deswegen auch der Hydrodrive. Der ist nämlich ein gutes Stück tiefer. Genau, nur so ist das verwirklichbar. Bitteschön, ja. Ich bin mal sehr gespannt, denn drin habt ihr es sehr, sehr zeitlos gelassen. Also es soll auch ganz, ganz lange halten. Und schauen uns das jetzt mal an, was mir direkt mal auffällt. Helles Holz, da ist der Durchstieg, auch der ist ordentlich groß. Klassischer Grundriss mit einer Rundsitzgruppe vorne. Die KCT-Fenster, Spüle, Backofen, Spülmaschine von Klarstein. Natürlich.
die... Wenn eine Waschmaschine hat, dann darf er auch eine Spülmaschine haben, gell? Das ist ja für die Autarkität gemacht. Und wenn die Leute immer sagen, ja, wir brauchen doch im Urlaub keine Geschirrspülmaschine, sagt doch. Man recht. Aber sie wollen ja dann hauptsächlich hier verbringen. Sie brauchen dann zu Hause keine Geschirrspülmaschine mehr, wenn sie zum Arzt fahren oder die Enkel besuchen, gell? Also das ist das Minimum, was wir haben. Meine Tochter Jan hat im neuen Reisemobil, was wir im Juli kriegen, was hast du gemacht? Du bist hingegangen zum Verkäufer und hast was gesagt. Ich habe gefragt, wer ist der Verkäufer, bin schnell hingelaufen, habe gesagt, wir brauchen eine Geschirrspülmaschine, bitte plant die ein. Und hat sie bestellt. Ich kriege eine Auftragsbestätigung mit der Geschirrspülmaschine, ich wusste gar nichts davon. Muss aber sagen, wir kennen die Leute ganz gut, die das dann geordert haben und sie hat sich durchgesetzt, weil das ist schon was ganz, ganz Feines. Die von Klarstein ist richtig gut, also es ist interessant, es ist eigentlich eher so ein kleines bisschen No-Name, muss man sagen, und die bauen so eine tolle Spülmaschine. Genau, es ist mehr so ein Insider, die muss ja auch die ganzen Vibrationen, Erschütterungen aushalten und das macht sie tadellos. Ja, ich bin total überzeugt. Den Tisch kann man absenken. Das heißt, man kann so eine richtig schöne Lümmelecke machen. Oder es ist mal einer krank oder schnarcht oder so. Der kann sich dann dem anderen so ein kleines bisschen entziehen. Ihr habt auch was Besonderes gemacht. Ist das hier eine Raumteilertür? Nein, das ist in dem Fall nicht. Ja. Verständlich. Doch, ist es. Das ist hier einmal die Schranktür. Ja. Über die schließen. Und die Bartür schließt das da. Also wer sich auskennt im Fernreisebereich, hast du sowas nicht. Da ist immer der Raum offen. Und das hier ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. So war das früher bei Opa im Wohnwagen. Das Konzept ist verloren gegangen. Wir wissen nicht warum. Man braucht eigentlich bloß die richtige Konzeption, dass das mit den bestehenden Türen verwirklichbar ist und man nicht zusätzliches Material braucht. Und das macht halt beide Türen 40 mm stark, damit sie die Standardschlosskästen verarbeiten können. Ja, was ich stark finde, ist die Stehhöhe. Du bist ein großer Mann. Wie groß bist du? Ja, 1,87 bin ich. 1,87. Und du hast noch so viel Platz. Ich schätze mal, wir sind knapp über 2 Meter, ne? Genau, wir sind knapp 2 Meter. Das ist auch in der Dusche so bei dir? Wenn du mal kurz reingehst ist in die Dusche? So, ja. Das ist ja auch wichtig, dass die Leute, die groß sind, sich nicht... Warte mal, ich gehe mal ganz kurz mit dir mit. Ein großer Spiegel hat die Jan schon entdeckt, ja. Ja, genau. Der ganz wichtig ist und auch das Badezimmer. Genau, so hier wird es natürlich dünner, klar, hier habe ich nicht mehr eine Handbreit, aber immerhin, ich kann hier stehen, ich habe ja auch noch Schuhe an, insofern, das klappt schon. Also auch ein Erwachsener kann hier duschen. Edelstahl war eine Besonderheit. Tedford Tecma habt ihr eingebaut, das ist eigentlich eine Seetoilette, die auf entsprechenden Yachten ist. Hast du ganz selten im Fernreisebereich einen Festtank? Richtig, genau. Also es ist, ich finde, das Problem der Toilette ist immer noch für das Reisemobil nicht gut gelöst. Es gibt viele Kompromisse, man kann vieles machen, aber das Perfekte gibt es noch nicht. Und auch dieses ist natürlich ein Kompromiss, ganz klar. Man hat einen Edelstahltank, in dem man halt seine Hinterlassenschaften transportiert. Das ist nicht schön. Aber durch die Kapazität kann man dann auch auswählen, wo man und wann man dann entsorgen will. Das ist bei diesen kleineren Toiletten, ob das nun Trenntoilette ist oder ganz normal Chemie oder sonst was, ist es natürlich nicht möglich. Die Kapazität ist begrenzt. Also ich stelle mir das gerade vor, wir haben das jetzt in Tunesien getestet, die Einschweißtoilette. Da bleiben ja auch Beutel hinterher und die haben ja eh schon ein Problem da unten mit Müll und Co. Ja. Das hier ist ja eigentlich nur im Prinzip Dünger, wenn man den ablässt. Im Grunde genommen ja, nur wenn man dann natürlich auf einmal da 300 Liter von ablässt, dann ist das dann auch nicht mehr schön an einem Fleck. Ja, schon verstanden. Aber es ist auf jeden Fall dieselbe Hinterlassenschaft, die am Schluss auf dem Feld landet, ja, und abgekippt wird. Ganz, ganz viele Staufächer habt ihr hier mit drin. Darf ich die mal sehen, eins? Ja, klar. So, überall schöne Dämpfer. So, das heißt, das hier kommt aus der Praxis. Ist es zurzeit im Einsatz, das Auto? Genau, das ist zurzeit im Einsatz, seit einem Jahr. Schön, das gefällt mir. Das Schöne ist, es ist total Understatement, das Auto. Das heißt, ihr habt jetzt nicht irgendwie eine böse Beschriftung oder sowas drauf gemacht. Im Gegenteil, wenn man in die Länder fährt, der ist weiß beschriftet, das Auto ist schon schlimm genug, denn das kommt nicht so oft vor in Afrika, Aux. Nee, genau, richtig. Wir wollen ja auch nicht provozieren. Ne? Also wenn man dann irgendwelche Tarnfarben nimmt, dann glaube ich, ist das in manchen Regionen gar nicht so gut. Was ich total genial finde, ich setze mich mal kurz aufs Bett. Ihr habt die Kaffeebar, habt ihr da eingebaut, wo sie hingehört, nämlich direkt neben das Bett. Das ist geil. Ja, morgens braucht man, klar. Gianni, guck mal, der hat die Kaffeebar neben das Bett gebaut. Ist das nicht geil? Das ist ja mal eine tolle Idee. Das kommt wirklich aus der Praxis. Guck mal, Gian. Das ist praktisch, ja.
Und daneben der große Spiegel, das heißt, das ist auch wichtig. Und es gibt einen Schminkspiegel, schau mal. Oder Rasierspiegel, wir müssen ja heute geschlechterspezifisch unabhängig mit sein. Mit Licht, denkmal sogar integriert. Immer, natürlich, deshalb sage ich immer, derjenige in der Partnerschaft, der länger im Bad braucht, der geht zuerst duschen und dann kommt er quasi raus und richtet sich hier. Okay. Dann kann der Zweite das Bad benutzen und das geht eben nicht, wenn alles im Bad drin ist. Dann braucht man zu viel Zeit. So, der ist natürlich auch beleuchtet und hier hast du auch eine entsprechende Kaffeemaschine drin. Cool finde ich bei dem Konzept, ihr habt auch an die Leute gedacht, die etwas mehr Komfort haben oder Tiere haben. Ihr habt eine Staukasten-Klimaanlage eingebaut, wahrscheinlich eine Truma Saphir. Was habt ihr drin? Richtig, haben wir drin. Und natürlich, wenn wir Tiere ansprechen, auch einen Zentralstaubsauger. Das heißt, sie müssen hier bloß anschalten und haben vorne ihr Röhrchen und können hier reingehen. Weil gerade, wenn man Tiere hat oder viel am Meer ist, dann kommen diese kleinen Akkustaubsauger an ihre Grenzen. Und jeden Tag einen aus den Kisten, aus dem Staukasten möchte man nicht. Ja. Was ich mega finde, ist die Hubstützenanlage. Das finde ich so klasse, weil du kannst das Auto jetzt ruckzuck dann auch gerade stellen. Jan, du darfst dich mal draufknallen aus Bett, denn es gibt normal keine Hubstützenanlagen bei Fernreisemobilen. Das ist eine Besonderheit, du drückst auf den Knopf und kannst das Ganze machen. Du willst was sagen? Jawohl. Wenn Sie sich hier hinsetzen, bitte auf diesen Platz. Ja, warte, mache ich. Und okay. Eigentlich müssten Sie da sitzen, weil Sie sehen jetzt, dass die Dame mit unserer Hälfte der U-Sitzgruppe direkten Blickkontakt hat, aber auch mit Ihnen Blickkontakt hat. Über den Spiegel. Das ist also so konzipiert worden vom Winkel, dass tatsächlich der hintere Raum subjektiv als Gesamterlebnis hier fungiert. Das heißt, der Wohnraum sind die ganzen 12 Quadratmeter und nicht die vorderen 6, weil hier ein kleiner Gang ist. So, ich zeige das mal gerade. Das ist aber Zufall eigentlich, oder? Und ihr habt das dann genau. Das haben wir wirklich so gemacht. Da sind Sparplatten aufgestellt und dann ist hier einer gestanden am Bad und hat so lange den Spiegel gedreht, bis das gepasst hat. Das ist ja geil. Weil das wirkt das Leben lang. Dadurch wirkt dieses Auto, was das schmälste und das kürzeste von allen hier ist, als größtes. Ja, was natürlich, ich sag mal so, das Raumkonzept, da brauchst du mir nicht zu kommen. Die Autos sind, ich sag mal, die sind maximal erlebbar, wenn man sich Gedanken macht über den Grundriss. Also das fängt schon an mit dem Schrank, der zeitgleich auch der Raumtrenner ist, nehme ich mal an. Ist da ein Schrank dahinter, hier, bei dem? Ja, aber er ist ein bisschen kuschelig, aber ich kann schon mal aufmachen. Ja, nur mal ganz kurz, ich kann ja weit weghalten, dass wir das mal sehen. Deshalb hat auch der Schrank eine 40 mm Vollholztür, damit auch hier der Schlosskasten reinpasst, wenn natürlich die Badtür... Ist doch nicht krustisch, also es ist doch alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was du hast. Zumal, was ich gut finde, du hast die Wäschespinne und auch die hast du noch nie ausgepackt, genauso wie ich. Ja. Die wird nämlich heute das erste Mal verwendet bei uns. Ja, in dem Fahrzeug haben wir sie noch nicht benutzt. Wenn man sie braucht, dann hängt man die quasi ins Bad über die Dusche an den Haken und kann ja seine, das macht ja jeder so, seine Badeklamotten oder seine Skiklamotten dann da trocknen während der Fahrt. Ich wusste gar nicht, dass wir eine haben. Wir haben eine. Okay. Ich habe nämlich genau die gleiche gekauft in Koblenz. Nee, in Polch habe ich die gekauft. Hier vorne hast du das Auge für die Truma. Das Ganze kann man natürlich auch vernetzen, wenn man das unbedingt will. Ich nehme an, das Lichtkonzept bei euch ist mit Schaltern versehen. Du machst das Licht an und aus oder habt ihr eine Steuerung noch eingebaut? Nein. Also es funktioniert. Es funktioniert. Man hat überall die Schalter, wie zu Hause auch. Die Lichter sind mit Schalter zu bedienen und auch dimmbar. Okay. Wobei man sagen muss, nur dass häufig benutzte Deckenlicht oder Küchenlicht. Natürlich sind diese kleinen Lämpchen, die sie hier in jedem Eck haben mit der USB-Dose, also diese Leselampen, die sind noch manuell zu machen. Oder auch die haben wir jetzt gar nicht an. Bist du mal so lieb und drückst die an. Also, ja. Das heißt, überall sind noch zusätzliche Lampen eingebaut. Die sind auch dimmbar, aber ist eigentlich Quatsch. Die sind mit Kaltlicht und die haben eigentlich nur die Funktion, wenn man das Auto mal putzt oder wenn man hier puzzeln will, irgendwas in der Art, weil das Kaltlicht ja sehr ergiebig ist, aber ungemütlich. So, und das ist der Durchstieg. Hier hast du für den Fernreisebereich, hier könnte der Scout noch liegen, der in einigen Ländern ja optional obligatorisch ist. Ja, das ist so, sonst darfst du nicht vorfahren. Ja, was sagt man denn jetzt in Algerien, wenn man den Carnet de Passage beantragt, wie der Wert des Autos ist für die Auslösung? Ja, also eine 7 steht vorne. Da kommen wir leider nicht drum rum, jedenfalls nicht in der Qualität. Ja, eine knappe 7. Ne? Ist aber 7 steht vorne, heißt nicht, es ist siebenstellig. Nein. Das leider nicht, also das, zu meinem Leidwesen. Da ist bei der sechsstelligen Zahl eine 7 vorne. Genau, richtig. Okay, nur, dass wir das klarstellen. Ja. Weil man kann es eigentlich nur so verstehen, wie du es gesagt hast, aber du weißt ja, wie es ist. Hier ist jetzt ein Profilzylinder drauf, heißt, man kann sich dann noch einsperren. Das ist für die Fernreise, glaube ich, ganz wichtig, weil beim Verschiffen sowas auch mal gerne aufgebrochen wird. Das wird hier schwer. Genau, da muss man sich schon Mühe geben. Nee, das ist ganz normal. Auch wieder mit Treibriegeln hier, beziehungsweise die Verschlüsse und ein Sicherheitsschloss. Also das wird schwierig.
Ist auch schön mit dem Leder gemacht. Das heißt, also jetzt hier aus der Praxis, was ist jetzt so, wenn ihr das ein Jahr im Einsatz habt? Habt ihr irgendwas entdeckt, was ihr vielleicht nochmal ändern würdet? Also hier in dem Fahrzeug, oder ist es alles super? In diesem Grundriss bleibt das genauso, wie es ist. Der hat sich bewährt. Deshalb ist das auch der Grundriss, den wir immer als Messefahrzeug kriegen, als Vorführwagen, weil das eigentlich der beliebteste ist, weil er so kurz und kompakt ist und das meiste Raumgefühl anbietet. Also wer jetzt nicht wirklich sagt, ich möchte Längsschläfe haben oder ich möchte eine separate Duschkabine, der bleibt eigentlich immer an diesem Grundriss hängen. Und Technik, die Tanks sind natürlich alle innenliegend, oder? Natürlich. Wir stehen auf den Tanks, nehme ich an. Nein, wir haben keinen doppelten Boden, weil wir unter 3,50 Meter bleiben müssen. Okay. Das heißt, die Staufächer, die Sie hier sehen, die müssen wir jetzt nicht aufmachen, das ist kein doppelter Boden, sondern die sind quasi an die Kabine von unten angeflanscht zwischen die Holme. Und die haben auch eine verschiedene Tiefe, je nachdem, welche Aggregate von Mercedes darunter verbaut werden. Nochmal, ihr habt die Tanks 3D-mäßig angepasst an... Nein, also 800 Liter Frischwassertank liegt unter dieser Bank von links nach rechts. Ein Tank mit Schwallwänden natürlich und möglichst nah an der Vorderachse. Okay. Und die zwei Abwassertanks, 660 Liter und 330, die liegen unter diesem Bett, möglichst nah an der Hinterachse und auch von links nach rechts. Das heißt, innen liegen, die können nicht einfrieren? Nein, korrekt? Die können nicht einfrieren. Und wir haben auch keine Tankgeber mehr drin. Sie sehen die zwei Lüftungsschlitze da hinten? Mensch, das ist ein sehr analoger Tankgeber. Das heißt, ich mache ihn an und kann sehen, wie voll der Tank ist. So war das bei der Oma schon mit ihrem alten Öltank. Man hat das Licht angemacht, hat gewusst, was drin ist. Da kann nichts kaputt gehen. Das ist einfach eine altbewährte Technik. Warum soll man Gutes verändern? Genial. Also ich kenne das nämlich auch mit Bullaugen im Schwimmbad. Da können die nämlich sehen, wenn irgendwelche Reinigungsmittel im Tank noch drin sind, machen die einfach das Licht an und sehen das. Ja, ja, es ist alles unglaublich pragmatisch, denn so Tankgeber gehen kaputt. Das ist regelmäßig so. Und hier kann gar nichts kaputt. Und du siehst auch noch, ob da irgendwie irgendwas drin ist im Tank an der Seite, oder? Wenn da so langsam schwarz wird. Genau, wenn irgendwas sich da verunreinigt, dann sieht man das. Das ist gut. Und wie gesagt, es hält ewig. Es kann nicht kaputt gehen. Und wir haben noch ein Feature verbaut, und zwar, wenn man überlegt, man muss ja immer irgendwo sein Geschirrhandtuch unterbringen. So, das hängt nämlich immer irgendwo rum. So, wir haben da ein Fach gebaut, da ist das Geschirrhandtuch drin, das ist belüftet, beheizt. Das heißt, es ist belüftet und beheizt? Genau, es trocknet immer von alleine ab und man weiß immer, wo es ist. Das ist ganz simpel. Vielleicht muss man dazu sagen, dass die Edelstahlwanne im Bad, die ist beheizt von unten wie eine Fußbodenheizung im Bad. Und die Restwärme, die strömt dann hier unten aus und geht durch dieses Geschirrhandtuchfach durch, sodass das immer trocken wird, verräumt ist und nicht mehr dieser herrliche Eyecatcher hier irgendwo in der Küche. Auch im Sommer ist sie beheizt? Nein, im Sommer ist sie nicht beheizt, weil sie ja keine Heizung anmachen in der Regel. Außer sie sind in Norwegen, dann werden sie auch im Sommer heizen. Und das Heizungskonzept, was habt ihr eingebaut? Die Truma 6. Diesel? Nein, Gas und Strom, variabel. Und natürlich 125 Liter hinten unter der Achse von außen zu betanken. Und die Dieselheizung, die zweite, die ist ja im Fahrerhaus von Mercedes. Das heißt, man hat immer noch die Variante von zwei Konzepten. Wenn man eine von beiden nicht geht, dann lässt man die Tür offen und erreicht wenigstens eine übergeschlagene Temperatur, bis man das gemacht hat. Ja, ja, zur Not einen ganz kleinen Ventilator reingestellt, der vom Fahrerhaus hier reinbläst für den Fall der Fälle. Ja, schön. Also das Konzept gefällt mir sehr gut, weil ein paar Sachen mit dabei sind, die ich so noch nie gesehen habe. Die Fenster, das ist das große Thema. Euer Nachbar ist ja KCT mit am Stand. Das sind nicht die billigsten Fenster. Nein, aber aus unserer Sicht derzeit die führenden und besten, die man bekommen kann. Die sind auch nicht ganz leicht, aber so ein Auto mit 6 Personen, also es ist ein 6-Sitzer, das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Hier hinten sind 4 zugelassene Sitzplätze in der Sitzgruppe. Und wenn Sie hier mit 6 Personen und mit, ich sage mal, 500 Beladungen auf dem Lastenträger, wie die sich auch immer zusammensetzen hinten, vollen Tanks unterwegs sind für 4 Wochen, dann schaffen Sie es nicht über 15 Tonnen. Das heißt, Sie haben immer noch 3 Tonnen Zuladungsreserve. Das heißt, hier können die guten KCT-Fenster verbaut werden. Ja, natürlich ein Zwei-Zimmer-Konzept. Das bedeutet, Sie haben hier vorne den kleineren Fernseher, bedingt durch das Platzverhältnis. Und hinten in der Schlafkoje, was ja hier als zweiter Raum genutzt wird, hat man einen größeren Fernseher. Ich weiß nicht, ob Sie den schon hatten. Den kann man natürlich auch komplett in den doppelten Boden versenken. Nee, den hat man noch nicht. Darf ich immer sehen? Dann ab nach hinten. Ab nach hinten, so. Ab ins Bett. Und wo da? Ich will mal gucken. Die Kollegin wird Ihnen gleich zeigen. Den ziehen Sie also nach oben vor das Fenster. Und ein 32 Zoll. Cool. Ja, man möchte ein bisschen. Und den können Sie auch komplett natürlich nach unten schieben. Und dann haben Sie das Fenster frei und können auch mal im Bett, wenn irgendwas ist nachts, hat man einfach, ist das schöner, wenn man rundum Aussicht hat.
So, ich fasse mal zusammen. Wir haben Stauraum ohne Ende. Es gibt wahrscheinlich unten noch jede Menge Stauraum. Wir können Fahrräder, Motorräder, alles mitnehmen, was es gibt. Wir sind unter 8 Meter plus natürlich das Quad. Das muss man dazu sagen. Wenn das Quad hinten drauf ist, sind wir drüber. Aber alles in allem ein ganz stimmiges Konzept. Ihr macht das Made in Germany? Ja, alles. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. KCT, die Fenster haben alle Seriennummern. Das ist ganz interessant. Man tippt die Seriennummer ein. Braucht man irgendein Ersatzteil mal, kann man jederzeit zurückgreifen, da anrufen und sagen, ich hätte das gerne. Dieser Fall kommt nur so selten vor. Das fängt schon an mit den Verdunklungssystemen. Wenn du mir das mal kurz zeigst, wie das funktioniert. Ja, variabel natürlich. Eigentlich von der Technik, wie man es kennt, von den nicht ganz so hochwertigen Fenstern. Man muss ja aufpassen, wie man das aufträgt. Das ist wirklich absolut moskitodicht. Also da haben sie den Rahmen komplett geschlossen. Die Entlüftung vom Fahrzeug wird nicht über die Fenster, sondern anderweitig gewährleistet. Und sie haben auch bei denen die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob die Kamera das fasst, das ist jetzt also so ein Mietschesgitter für diese kleinen Biester, die so beißen. Die, so die Blackflies. Genau. Und hier zum Beispiel haben sie ein normales dran. Ach so, ich kann also wahlweise, kann ich sagen. Wahlweise das wählen. Sie können auch wählen, ob Sie oben das Verdunklungsrollo oder unten haben wollen. Das kann man drehen. Und Sie können auch wählen, ob Sie das dunkle oder das beige Gitter haben möchten. Das ist alles wahlweise. Ja, das Coole ist, dass das Ganze einfach stehen bleibt. Also es ist wirklich so über, ich sag mal, eine Reibung gelöst, dass es genau stehen bleibt und kann von oben nach unten, von unten nach oben montiert werden, wie man das möchte. Jetzt ist es natürlich genial, jetzt habe ich so eine Privacy-Funktion. Wenn ich so ein kleines bisschen hoch mache, die Fenster selber haben eine Lüftungsfunktion, das ist auch interessant. Ja, sie haben eine Lüftungsfunktion, natürlich hier in der ersten Stufe. Wir haben hier zwei Stufen, geschlossen und Lüftungsfunktion. Aber im geschlossenen Zustand haben sie keine Notbelüftung. Also wenn man mit Gas kocht oder heizt, wovon wir eigentlich immer ausgehen, dass das das richtige Konzept ist, weil sie ja in Skandinavien manchmal im Winter nie eine Sonne haben, dann nutzt ihnen auch alles Solar auf dem Dach nichts. Nee. Dann brauchen sie zwingend eine externe oder eine weitere Notbelüftung. Und Dieseltank, wie viel ist da drin im Tank? 510 oder 520 Liter, also 500 plus. Und die Fenster, die haben die kleinen, ich sage mal, die liegen alle zwischen 30 und 40 Kilo. Also die sind wirklich massiv. Das Stück. Natürlich, das Stück. Aber die sind so gut weiterentwickelt mit dem Kohlefasern scharnieren, sage ich jetzt mal hier. Das könntest du theoretisch ein halbes Jahr im Salzwasser einlegen. Das rostet halt einfach nicht mehr. Also die haben wirklich sehr gute Produkte. Ihr habt jetzt ein extrem starkes Sandwich. Das ist ja nicht normal. Und das war kein Problem beim Einbau der Fenster. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Da geht KCT mit. So, und das ist hier oben die Dachluke. Auch die ist eine neue Erfindung, eine Hartglas-Dachluke. Die geht stufenlos. Jawohl, die geht stufenlos. Man tut hier quasi dieses kleine Hebel entriegeln und dann kann man hier jede Stufe, sobald man den Hebel loslässt, ist die wieder arretiert. Man muss nur darauf achten, wenn man es ganz zumacht, dass man halt den Hebel nicht vergisst, sonst kann das natürlich nicht funktionieren. Also was hochinteressant ist, ich habe eine Steckdose reingemacht, man könnte einen Router aufs Dach setzen oder zum Beispiel... Nein, unser Router ist natürlich in der Elektroverteilung, weil wir haben ja permanente Videoüberwachung. Sie sehen diese kleine Kamera hier, also das wird ja heute nach Möglichkeit so gemacht, dass es nicht mehr jedem Dieb total ins Auge fällt. Da können Sie eine nehmen oder zwei oder drei, natürlich auch den Fahrerraum überwachen, wahlweise. Hier haben Sie die Elektroverteilung. Ich nehme mal den Schuhlöffel raus, den klauen mir die Leute immer aus dem Schuhfach, deshalb ist er hier drin. Echt? Also wenn man mal ans Eingemachte müsste, hier kann man hier schön sitzend im Warmen auch an das Innenleben der Technik dran. Und da ist dann auch aus dem Haushaltsbedarf eine Fritzbox, die extra für den Fernverkehr mit 12 Volt betrieben werden kann. Der DC-DC-Wandler, das ist genau, den habe ich nämlich bei mir bei der Fritzbox auch drin. Ich selbst habe auch eine Fritzbox, die kann zwar kein Handover, aber die funktioniert so zuverlässig und du kannst sogar den Frequenzbereich einstellen, kannst alles damit machen. Für mich die beste Box, ganz ehrlich. Ich möchte keine Werbung machen, aber zumindest möchte ich sagen, es ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, das Ding kostet 150 Euro oder so, ja. Genau, also da kann man eigentlich nichts falsch machen und man kann in jedem Land mal schnell, trotz der eigenen Flatrate, die man ja eigentlich heute hatte, aber wenn man mal das Gebiet verlässt, dann... Eine SIM-Karte kaufen. Ja, die kosten Appel und ein Ei heute, gell? Ich doch mal ganz kurz die zwei Knöpfe betätigen. Ja, aber vorne die Klappe fällt Ihnen dann entgegen, weil überall, okay, wo zwei Knöpfe sind, das ist eine Montageklappe. Die kann man abmachen, okay. Die ist eigentlich nur dafür gedacht, hier, wenn Sie mal das Gas abstellen müssen oder wenn Sie mal an den Siphon möchten. Also das ist jetzt keine Öffnungsklappe. Sie haben hier, was weiß ich, so sieht dann ein... Ich bin immer neugierig, ein wenn man mehrere Knöpfe aus. Sieht. Auch ist aber schön gemacht, das heißt, das habt ihr extra angepasst hier. Natürlich, ja. Wer zwei Fernseher hat, nehmen wir mal das, braucht natürlich auch zwei Fernbedienungen. Und die Oma hat schon gesagt, das Grundprinzip beim Ordnungshalten, das setzt unbedingt voraus, dass jedes Teil, was Sie mitnehmen, auch einen Platz hat, wo es hingehört. Sonst räumen Sie sich Ihr Leben lang bloß im Kreis rum. Und deshalb, egal wie klein das ist und auf den Kunden zugeschnitten, sucht man für jeden einen Platz, wo es eigentlich hingehört. Darf ich da noch mal kurz reingucken in die Technik? Dann können wir das mal sehen. Da ist natürlich auch ein Wechselrichter mit drin. Was habt ihr da für Technik? Zum Beispiel Büttner? Was habt ihr angebracht? Da verarbeiten wir derzeit nur Büttner, ja. Das ist gut.
Also ich habe selbst mit einem Einsatz, die kann man grillen. Das ist bei subjektiv. Wir sind der Meinung, es ist derzeit das verlässlichste und beste, was man kriegen kann. Etwas hochpreisiger, aber die haben auch den großen Wechselrichter, der ja auch lernt und intelligent ist. Das heißt, wenn tatsächlich mal irgendwann Außenstrom gewünscht wird, wobei wir nehmen das Kabel nur mit zum Messer, sonst sind wir immer autark, aber dann könnte der Wechselrichter hier ja dazu speisen, bevor alles zusammenbricht. Ja, ihr habt eine zertifizierte Batterie. Also es gibt ja viele Batterien, die gar nicht zugelassen sind für den Einbau in Kraftfahrzeugen. Super B hat das ganz anders gemacht. Wir haben eine enorme Leistungsdichte und du kannst bis zu 300 respektive 500 Ampere zeitgleich rausnehmen. Super B, auch nicht die billigste Batterie, aber eine der besten. So sieht das aus. Wir haben die Super B drin, 2x210. Okay, das heißt die mit 500 Ampere Entnahme. Du kannst 1000 Ampere zeitgleich entnehmen bei zwei Stück. Kannst du das vorstellen? 1000 Ampere mal 12 Volt, das sind 12 kW könnte man theoretisch aus der Batterie nehmen. Ja. Also die technische Anlage ist so stark, dass sie auch die Unterflur-Klimaanlage damit betreiben können. Nicht 24 Stunden, aber dann, wenn Sonne scheint. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Wir gehen raus. Leute warten schon hier. Wie ist die Resonanz hier auf der Messe in Stuttgart? Es ist sehr viel los. Es kommen sehr viele Schaulustige, aber auch einige wirklich Interessierte. Das heißt, wir müssen wirklich immer zu zweit oder zu dritt sein, dass einer im Fahrerhaus anfängt, einer hier hinten in der Kabine anfängt und einer draußen die Kundschaft beraten kann. Genau, wenn du mal gerade so nett bist, den mal kurz für mich öffnet. Genau, ihr habt nämlich eine recht pragmatische Lösung für das Öffnen entwickelt. Also das ist einfach eine zusätzliche Offroad-Sicherung. Also ich glaube, einmal in 20 Jahren ist es passiert, dass eine Kundschaft frisch vom Einkaufen kam, den vollgelegen hat und dann gleich in den Offroad-Betrieb gegangen ist. Da sind die Türen nicht ausgelegt, die ist dann rausgefallen. Das ist jetzt so aufgeräumt wie alles in Benutzung, aber recht praktisch, schmal, hoch in Arbeitshöhe. Ein Kompressor oder Eis? Okay, ein Kompressor mit drin. Ja, Amstel, ich zeig's mal gerade. Hier wird abends auch schon mal ein Bier getrunken. Genau. Das habt ihr euch dann verdient. Wir gehen raus, dann machen wir noch ein bisschen, ein kleines bisschen Hinweise für, wenn man denn eins haben möchte, wie lange man warten muss. Das heißt, wenn ihr jetzt etwas neu konstruiert, wenn einer sagt, hier, das ist genau mein Grundriss, nehme ich 1:1. Was soll man denn Sachen, die erprobt sind, auch noch ändern? Aber es gibt ja auch Kunden, die sagen, ich hätte es dann ein bisschen anders. Wie lange muss ich denn warten? Das hängt hauptsächlich vom Fahrgestell ab. Wir haben ein Fahrgestell schon innerhalb von 6 Wochen von Mercedes bekommen, aber wir haben auch schon 1,5 Jahre gewartet. Jetzt ist, im Moment ist es wieder besser. Der Zeitpunkt von dem Moment, wo das Fahrgestell auf dem Hof fährt, bis der Schlüssel übergeben werden kann, das sind ungefähr 5000 Arbeitsstunden. Und aber wenn 5 Monteure durchgehend dran arbeiten, dann schaffen wir das Auto in 6 Monaten. Das heißt, wenn das Fahrzeug gut geliefert wird, ich sage mal 8 bis 9 Monate, das ist aber die Mindestwartezeit. 8 bis 9 Monate, ich sag mal ein Jahr, das ist schon ganz gut. Das hat sich bewährt. Die Hydro-Drive ist natürlich richtig klasse, ist jetzt kein permanenter Allradantrieb, hilft dir aber in den wichtigsten Situationen weiter. Hier vorne ist noch ein Riegel, 2 Stück, eine Plattform. Da sind jetzt die Auffahrrampen drin. 2 Auffahrrampen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die immer mit dabei sind, wenn man ein kleinvolumiges Fahrzeug drauf tun möchte. Die ziehen sich hier einfach bloß raus und natürlich beide hier mit Schnellverschluss, dass das wunderschön schnell dabei ist und die sind immer beim Fahrzeug dabei. Und man sieht sie kaum. Also das ist ja so, das hier ist das Chemiekraftwerk. Hat man die Möglichkeit, das abzuschalten, wenn man tief reingeht bei Mercedes? Was meinen Sie mit abschalten? AdBlue. Nein, aber jetzt kommen wir mehr in die Technik. Das ist ein N3G-Fahrzeug, also ein Fahrzeug für schweres Gelände. Das ist auch so abgenommen. Dieses Fahrzeug darf erstens ohne Unterfahrschutz fahren. Nur dadurch schaffen wir es, die Mechanik der Ladebordwand sitzt direkt hinter den Hinterreifen. Das heißt, wir haben vorne und hinten 25 Grad Böschungswinkel, was sehr selten ist bei einem Hydro-3-Fahrzeug. Dazu müssen wir aber die Luftfederung etwas hochpumpen. Und dieses Fahrzeug geht ohne AdBlue nicht in den Notlauf. Das heißt, es ist zwar verboten, natürlich, man darf auch kein Auto überladen oder so, aber in den Ländern, wo Sie keins kriegen, können Sie das ohne AdBlue ganz normal nutzen, müssen Sie gar nichts machen. Da kommt dann im Display AdBlue tanken, wenn möglich. Genau. Das ist interessant, habe ich schon mal gesehen, die Anzeige. Feuerwehr oder der Katastrophenschutz, da darf das Auto ja auch nicht stehen bleiben, wenn gerade die Axt am Baum ist und der AdBlue-Tank leer ist, gell? Genau, das ist für schweres Gelände, wir können das hier mal zeigen mit Hydro-Drive, ein tolles Fahrzeug, gar nicht so teuer, muss man sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, MAN oder Mercedes-Benz, MAN baut ja kein Hydro-Drive, also insofern bleibt es bei Mercedes-Benz dann erstmal, ne? Zumindest im Moment, ja. Vielleicht kommt das ja. Durchaus möglich. Wer weiß. Ja, das ist dann ein Kundenwunsch. So, jetzt brauche ich mal Camp Project, heißt eure Firma, ja, oder? So. Camp Project. Camp Project. Habt ihr irgendwo noch ein Logo, dass ich das mal abfilmen kann, dass die Leute das mal sehen können? Vielleicht hinten auf der Staukarte ist der QR-Code. Ja, komm, das machen wir mal gerade. Das ist der QR-Code. Wenn ihr euch jetzt ein Standbild macht, ja, dann
kommt ihr auf die Webseite von Camp Project und das abfotografiert und habt dann die Möglichkeit, ein solches Fahrzeug zu erwerben. Das heißt, ihr besorgt auch das Fahrgestell mit auf Kundenwunsch. Ist das korrekt oder muss der Kunde es mitbringen? Der Kunde wird diese Möglichkeit nicht haben. Das liegt nicht an uns, sondern an diesem, ich habe Ihnen gesagt, N3G-Fahrzeug. Das können Sie als Endverbraucher nicht bestellen. Aufbauhersteller kriegen das, oder? Das kriegen nur Aufbauhersteller oder eben Feuerwehr oder Bundeswehr. Die können das ordern. Und das ist auch nicht mehr nachzurüsten. Wenn das am Anfang nicht vermerkt ist in den EU-Papieren, haben Sie da keine Möglichkeit mehr. Vielen Dank. Und wir sind durch. Er hat eben noch kurz zu mir gesagt, eine Dreiviertelstunde. Aber es gibt einiges zu erzählen. Man hätte jetzt, wenn man Details zeigt, noch wesentlich länger noch zeigen können. Aber für den ersten Eindruck finde ich das schon mal sehr, sehr gut. Camp Project, ich glaube, eine Marke, die man sich so langsam merken muss, oder? Das denke ich auch. Wer jedenfalls in diesem Segment ein bisschen auf Komfort Wert legt, der kommt um uns nicht rum. Schön gesagt, ja. Vielen, vielen Dank. Die CMT in Stuttgart, KCT und Camp Project, tolles Projekt, der Gandalf 2. Aber das ist nur ein Arbeitsname und kein Markenzeichen. Danke fürs Einschalten. Tschüss.